Vor ein paar Tagen hat uns ein Hilferuf erreicht von der Schweizerischen Kinderspitex. Und bei so einem Thema, da lassen wir uns natürlich nicht zweimal bitten. Und ich bin sehr froh, dass der Gründer, der Thomas Engeli, heute Abend bei mir im Top-Talk ist. Du hast die Kinderspitex vor 20 Jahren ins Leben gerufen. Was ist die Idee hinter dem? Die Idee ist auch, was das Wort sagt. Spitalexterne Spitex, spitalexterne Leistungen. Nur, dass wir das nicht bei erwachsenen Leuten machen, bei Pensionierten und bei Leuten in der letzten Lebensphase. Wir machen es bei Kindern, also ab der Geburt in der ersten Lebensphase, Säuglinge und Jugendliche und Kinder. Und eben, du bist der Gründer und auch der Geschäftsleiter immer noch von der Kinderspitex. Was war denn für dich die Motivation, dass du gesagt hast, da braucht es jetzt so etwas? Ja, stellen Sie sich vor, Sie haben ein 2-, 4- und 6-jähriges Kind daheim und jetzt kommt das vierte Kind auf die Welt. Und nach der Geburt stellen Sie fest, das Kind hat ein Problem. Es ist angewiesen auf fremde Hilfe. Sie müssen es pflegen und sie nehmen es heim und stellen fest, dass ein Säuglingpflegen das Gleiche ist wie eine gebrechliche Person zu pflegen. Die Motivation ist also die, wir wollen die Situation verbessern und schauen, dass Eltern mit dieser Situation gut umgehen können. Was heisst das im Konkreten? Dann geht Pflegepersonal heim zu diesen Familien? Ja, Pflegepersonal lernt das Kind in der Regel im Spital schon kennen, kennt den ganzen Krankheitsverlauf, kennt die Eltern und tut dann daheim das so einrichten, mit den Eltern besprechen, dass die Pflege daheim so läuft, wie wenn es im Spital wäre, mit der gleichen Sicherheit. Ja. Aber eben mit der Geborgenheit von daheim. Mhm. Das ist wirklich natürlich auch von der Psyche etwas anderes. Wenn ein Kind kann daheim sein, weder wenn es im Spital im Spital ist. Ein Kind, das sich daheim geborgen fühlt, hat doch einen anderen Krankheitsverlauf, wenn es sich eingesperrt vorkommt. Auch die Mütter, die sagen, wir sind daheim, wir können das so machen, wie es daheim läuft. Wir müssen nicht immer ins Spital rennen. Das ist ein völlig anderer Ablauf. Also die Geborgenheit daheim hilft nicht nur der Familie, sondern den Kindern auch. Und das wollen wir unterstützen. Und wie sind ihr da aufgestellt im Topland? Wie viele Familien betreut ihr im Moment? Da muss man es unterscheiden zwischen dem Kinderspitex Ostschweiz. Das ist der, den ich gegründet habe und wo wir selber Pflegefachfrauen beschäftigt. Das sind etwa 120 Pflegefachfrauen, die alle die Kinder, die im Spital heimkommen, daheim pflegen können. Also in der Ostschweiz können sie wohnen, wo sie wollen. Die Kinder werden daheim gepflegt. Und parallel gibt es natürlich Spitex-Organisationen in der ganzen Schweiz, die wir unterstützen, wo wir mithelfen und wo wir auch mit flankierenden Massnahmen unterstützen. Also in der Schweiz ist mittlerweile Pflege gesichert. Mhm. Und wie sieht es aus in der Ostschweiz? Wie viele Familien betreut ihr da im Moment? Ja, in den 20 Jahren, wo ich das mache, haben wir 1400 Familien können begleiten. Und aktuell sind immer so um die 120 Familien. Mhm. Was ist deine persönliche Motivation, dass du das so fest lebst und so fest unterstützt? Ich habe einfach gesehen, was das bedeutet, wenn eine Mutter die Aufgabe sich stellen kann. Also meine Frau hat nach 2 Jahren einen Nervenzusammenbruch gehabt, ist nicht mehr gegangen. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, jetzt muss ich etwas tun. Und wenn du dann eben siehst, dass das Arbeiten etwas bringt, dass das enorm vielen Eltern hilft und dass es ankommt und die Verbesserungen, wenn das einem vor Augen geführt wird, dann kann man eigentlich gar nicht mehr hören, dann muss man das weiterführen. Es ist mega schön, dass du dich so engagierst in diesem Bereich. Und wie muss man sich das vorstellen, konkret jetzt einmal die Betreuung? Also eben, da geht Pflegepersonal heim und ist den ganzen Tag dort oder stundenweise? Nein. Unser Ziel ist, dass wir möglichst viele Familien behalten können. Also ich sehe es bei mir daheim. Also ich war froh, wenn wir Familienleben können leben und nicht immer gestört worden sind. Mhm. Das heisst, wir bereden mit den Eltern, was sie brauchen. Brauchen sie es in der Nacht, brauchen sie es am Tag, brauchen sie es regelmäßig, brauchen sie es nur dann, wenn sie überfordert sind, brauchen sie die Sicherheit, dass sie nicht allein sind, brauchen sie unsere Unterstützung auch mit Rechtsfragen, mit Süßhilfestellungen. Also gehen wir eigentlich dann hin, wenn das Kind am intensivsten ist und der Mutter am meisten nützt, wenn wir dort sind. Also eben, du beratest auch Familien, wenn es um irgendwelchen Streit geht, wo es um Geld geht oder etwas? Ja, leider ist das so, dass wenn eine Versicherung die Chance hat, um nicht zu zahlen, wird sie die Chance nutzen. Und gerade im Kinderspitex-Bereich, wo es heisst, ist es TV oder wenn man das Sozialamt oder Hilflosentschädigungen oder sprich eine KLV-Pflichtleistung von der Krankenkasse, das ist dermassen ein Sammelsurium von Möglichkeiten zum Nein sagen, dass wenn man da mit harter Hand nicht dahinter steht, dann wird man beschissen. Also da braucht es eine Unterstützung, sonst wären die Eltern überfordert. Was hat jetzt das Coronavirus bei euch ausgelöst?
Ja, es hat es einfach noch mal ein bisschen komplizierter gemacht, weil die Pflegepläne, die wir hatten, die sind durcheinander gebracht worden. Viele Mütter haben natürlich gesagt, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Wir sind da nicht ganz sicher. Unsere Kinder haben Infektproblematik. Sie sind so geschwächt. Wir müssen uns noch mehr isolieren, als wir es bis anhin gemacht haben. Das bedeutet, soziale Kontakte werden runtergefahren und sogar Pflegefachfrauen gehen weniger hin. Zum deutlich machen, was die Corona-Krise genau bedeutet für Kinderspitex, haben wir ja einen Film gemacht und da ein paar Bilder zusammengestellt. Und das wollen wir uns jetzt gerne anschauen. Das ist der Robin. Er hat das Charge-Syndrom. Sein Immunsystem ist geschwächt, die Atemwege sind verengt und müssen künstlich breiter gemacht werden. Sonst würde der Robin versticken. Weil eine Pflegefachfrau von der Kinderspitex die Familie unterstützt, kann der Robin statt im Spital daheim bei der Mutter sein. Das ist natürlich für uns eigentlich das schönste Geschenk am Ganzen. Gell? Das ist die Heibis. Das sind Aufnahmen von einer Zeit, in der Coronavirus und Social Distancing noch kein Thema war. Jetzt ist eben genau das nicht mehr möglich. Der Robin darf nicht mehr raus und auch seine Familie darf keinen Kontakt mit anderen Menschen mehr haben. Der Kinderspitex-Gründer Thomas Engeli, selber Vater von einem behinderten Kind, sagt, jetzt ist es besonders schwierig für alle Familien mit einem Kind, wo so wie der Robin, eine Immunschwäche haben. Das heisst, die Eltern machen auf gut Deutsch das Haus zu und lassen niemand rein und pflegen alles selber. Und unser Controlling tut sich auf Videoaufnahmen beschränken. Also die Eltern, die machen jetzt alles selber bei Kindern mit einer starken Immunschwäche. Und auch die Kinder selber leiden unter der Isolation. Aber sie merken natürlich, dass weniger Leute kommen. Sie merken, dass die Eltern viel angespannter sind. Und sie merken die Isolation. Also für die Kinder ist es sicher nicht einfach. Die Mehrbelastung für Familien mit behinderten und schwerkranken Kindern ist riesig. Es ist wichtig, dass diese Familien auf Unterstützung zählen können. Und für das ist Kinderspitex auf Spenden angewiesen. Während und eben auch nach der Krise. Es gibt eine Zeit danach. Und wenn die Zeit danach ist, werden wir mit Spendengeldern, speziell in diesen Familien, wo die Isolation total ist, werden wir einen Ausgleich schaffen, dass die mal ein paar Tage weg können, wir vollumfänglich das Kind pflegen können und die Eltern mal 3, 4, 5 Tage für sich haben. Und so können sie spenden. Für den Schweizerischen Kinderspitex-Verein. Für alle die Familien und Kinder, die jetzt besonders zu beissen haben. Das sind sehr bewegende Bilder, die wir da von euch bekommen haben. Du hast das Monitoring angesprochen. Was ist das genau? Monitoring wird vor allem in der Nacht eingesetzt, damit Mütter schlafen können. Ich mache ein Beispiel von meinem eigenen Kind. Wenn man zu Nacht gegessen hat und hat nicht schön gegessen, dann hat man vermuten, dass er die Nacht erbrechen würde. Ja. Wie schläft eine Mutter, wenn sie weiss, dass das Kind könnte brechen könnte? Und vor allem, wenn es ein Kind ist, das auf dem Rücken muss liegen muss, das sich selber nicht umdrehen kann. Es wäre nicht der erste Mensch vom eigenen Erbrochenen erstickt. Also wie schläft eine Mutter? Gar nicht. Mhm. Und wenn sie das 3, 4 Mal hintereinander muss machen, dann ist sie nachher auch in der Pflege nicht mehr gut und kann ihre Funktionen nicht mehr ausüben. Und darum haben wir gesagt, das kann doch nicht sein, die heutige Zeit, wo wir das Kind können überwachen mit dem Monitoring. Wir haben dieselben Apparaturen, die eine Intensivstation hat. Wir können also Schwerstbehinderte auch überwachen, sodass wir der Mutter sagen, weißt du was, jetzt ist 11, jetzt gehst du schlafen. Wir schauen und wenn das Kind etwas hat, dann tun wir die wecken. Und das ist das Monitoring, das natürlich den Eltern wirklich ein bisschen Schlaf gönnt. Und das könnt ihr im Moment noch machen, weil es nicht irgendwie einen Kontakt braucht? Das ist richtig, ja. Wie sieht dann im Moment die Pflege aus? Also bei wie vielen Familien könnt ihr wirklich noch gehen und wie viele sind komplett isoliert? Komplett isoliert ist etwa 10%. Die machen das freiwillig. Freiwillig einfach aus der Angst aus und sagen, wir riskieren es nicht. Und dann lassen die Eltern einfach nicht mehr zu. Und die isolieren sich dann also komplett. Die gehen nicht mehr raus, sondern sie empfangen auch niemand. Mhm. Und was das bedeutet, kann man jetzt ja, nachdem der Coronavirus 2 Monate gewütet, kann man sich das ein bisschen vorstellen.
Das merken wir ja auch selber, dass es unsere Psyche betrifft, dann, wenn man in der Isolation ist, eine gewisse Zeit. Ihr arbeitet auch mit Ärzten zusammen. Was sagen die in Bezug auf den Coronavirus und Kinder? Oder halt eben gerade auch Kinder, die so eine Immunschwäche haben? Ja, bei den Ärzten ist es so, dass nicht jeder die gleiche Ansicht hat. Die WHO hat Vorschriften gemacht, das BAG tut sich nach dem richten. Da richtet sich jetzt alles nach Erwachsenen und nicht nach Kindern. Also jetzt hört man, dass Kinder weniger anfällig sind auf den Virus als Erwachsene. Aber es gibt da keine Studie, es gibt nichts, was zählt. Also sagen die Eltern, wir sind auf der sicheren Seite. Die Kinder haben eine Immunschwäche. Wir isolieren uns und lassen uns nicht auf den Test raus. Du hast jetzt eben gesagt, ihr seid auf Spenden angewiesen, vor allem auch wegen der Zeit nach dem Coronavirus, damit ihr die Eltern entlasten könnt. Wenn jetzt jemand spendet bei euch, was passiert genau mit dem Geld? In der Gesellschaft ist nicht klar, was Eltern, im Speziellen Mütter, alles leisten. Was alles aufgeht, was für Kontakt das nicht mehr wahrnehmen, wie viele Stunden da investiert werden. Man gibt sogar die Arbeitsstelle auf. Die meisten Mütter sind nur noch fürs Kind da. Und da wird lange nicht alles gezahlt. Also, wenn jetzt eine Mutter nicht mehr mag und man will die Mutter entlasten, dann kommen alle Versicherungen und sagen, eine Entlastung ist nicht versichert. Also, wenn sie etwas machen wollen, dass die Eltern möglichst lange an den Pflegern halten bleiben, und das ist ja wirklich das Beste für das Kind, aber auch für die Gesellschaft, weil es einfach das Günstigste ist. Wenn sie das unterstützen wollen, dann muss man etwas machen, dass die Eltern zu Freiräumen kommen. Und die Freiräume werden nicht gezahlt, die müssen wir über Spenden generieren. Ein Freiraum bedeutet, ihr nehmt in dieser Zeit das Kind oder es sind ein paar Stunden oder kann das auch mal ein Wochenende sein? Das kann ein Wochenende sein, das kann aber auch mal eine ganze Woche sein, das kann auch tageweise sein. Und das hat auch seine Gründe. Schauen Sie mal, die Kinder, die krank sind, sind alle auch Geschwister. Die Mutter kämpft immer ums kranke Kind und sagen wir, hat weniger Zeit für die anderen Kinder, für die Gesunden. Und die reagieren. Und sie sagen, weißt du, alle Gespänle gehen in die Ferien und wir gehen nie in die Ferien. Ja, gehen Sie mal mit einem schwerstbehinderten Kind in die Ferien. Dann sehen Sie, dass die Umstände so gross sind, dass sie darauf verzichten. Mhm. Also, müssen wir die Kinder nehmen können und eine Kinderspitex-Organisation, die die Kinder schon kennen, die das Vertrauen der Eltern haben, die können die Kinder zu sich nehmen, tageweise oder über ein Wochenende und dann eine Mutter einfach mal abschalten und sich um die anderen Kinder kümmern. Sie dankt denen Kraft und kann weiter pflegen. Und das ist leider nicht zahlt. Ja, und eben, normale Kinderbetreuung ist ja schon 7 Tage in der Woche, 24 Stunden. Und wenn dann noch ein Kind beeinträchtigt ist, eben die anderen Kinder kommen die zu kurz. Also, es ist ja dann die Auswirkung in der ganzen Familie, dass der Fokus wirklich auf... Es gibt Bücher, die sagen, wenn ein Kind dauerhaft krank ist, ist die ganze Familie krank. Und das will man genau nicht sehen. Wir wollen genau das Gegenteil. Und für das braucht es Freiräume und für das braucht es Spenden. Man kann spenden. Informationen gibt es bei euch auf der Homepage. Und das Geld fließt jetzt im Moment vor allem in diese Projekte, um nachher den Eltern Entlastung zu geben. Habe ich das richtig? Das ist richtig, ja. Ich finde es auch schön, dass ihr Unterstützung bekommt, von der ganzen Schweiz ja auch. Und an dieser Stelle wollen wir auch den Comedian, den Peach Weber, noch zu Wort kommen lassen, weil auch er unterstützt Kinderspitex und er ist uns per Skype zugeschaltet. Hallo Peach! Ja, hallo. Peach Weber, erzähl mal, was hast du ganz genau mit der Kinderspitex zu tun? Ja, ich bin angefragt worden für einen Benefizanlass und ich komme natürlich ziemlich viele Anfragen über und da kann man nicht alles machen, aber die Idee von der Kinderspitex hat mich eben gerade überzeugt. Es ist meistens eigentlich ein Bauchgefühl, wo man dann entscheidet, das kann ich machen und das nicht. Oder ich finde, alles, was mit Kind zu tun hat, wo Kind geholfen wird, finde ich unterstützenswert. Und gerade in dem Fall, wo eben ganze Familien darunter leiden, finde ich, muss man etwas machen. Oder? Im November haben wir eben so einen Charity-Abend, aber du hast der Kinderspitex auch noch das Buch geschenkt. Das ist das Buch von dir. Das wissen nicht alle, dass du wirklich dich sehr um die Kleinen kümmerst, Zwerg Stolperli. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ja, die Idee vom Buch war schon lange in der Schublade gewesen. Und dann der René Lehner, der Zeichner, mit dem habe ich schon ein paar Sachen zusammen gemacht und wir haben dann zusammen die Idee entwickelt. Und das ist jetzt schon das dritte Buch, das jetzt rausgekommen ist. Und ich habe gesehen, wie schön das da ist. Oder? Es ist für mich auch eine völlig neue Situation.
Normalerweise habe ich schon Kinder in der Vorstellung, aber wenig, oder? Das meiste sind Erwachsene. Und das letzte Jahr habe ich viele Lesungen gemacht, wo dann 50, 60 Kinder um einen herum sitzen. Und wenn man in die Augen schaut, oder, sieht man, dass die Geschichte wahnsinnig viel Freude macht. Ja, und das ist ja wirklich auch schön. Also, du hockst dort mitten in diesen Kindern, kann man sich gut vorstellen, mit deiner Gitarre. Was ist der Unterschied dann zu Kindern? Also, ich habe gemerkt, die singen voll mit und tanzen und zeigen den Spass ein bisschen mehr. Oder was hast du so gemerkt? Ja, ich sage immer, Kinder sind das schönste Publikum, aber auch das brutalste. Oder? Kinder, wenn es denen gefällt, dann fängt es mit, dann kommt es zueinander. Wenn es ihnen nicht gefällt, dann laufen sie davon. Oder? Also Kinder bleiben nicht mehr zu lieb sitzen, wenn sie das langweilig finden. Und wenn man da schafft, dass man vor allem kleine Kinder eine halbe Stunde packen kann, oder? In dieser Welt, wo sie so viele Ablenkungsmöglichkeiten haben, das ist einfach ein wahnsinnig schönes Gefühl. Oder? Du bist jetzt im Moment auch zu Hause, Pete Schwaber. Was hast denn du so gemacht die letzten paar Wochen? Gut, ich hatte sehr viel Glück gehabt, weil ich so oder so gesagt habe, ich werde im Februar bis im Mai ein neues Programm schreiben. Also mich hat es nicht so getroffen, oder? Weil ich bin auch vorher schon immer am liebsten daheim gewesen. Ich bin nicht einer, der viel umreist oder so. Und ich habe jetzt die Zeit einfach genutzt. Ich habe sehr viel im Programm geschrieben. Ich habe das ganze Haus aufgeräumt, wie alle Leute. Und jetzt ist mir dann langsam die Arbeit ausgegangen. Also ich habe gesagt, wenn eine zweite Welle kommt, muss ich noch ein Haus mieten, das aufgerümpelt drin hat, das ich aufräumen kann. Kannst du zum Beispiel bei mir in den Keller kommen? Weil ich habe gemerkt, es liegt bei mir nicht an der Zeit, sondern dass ich es einfach nicht machen will. Also meinen Keller könntest du noch aufräumen, falls du das willst. Falls du noch einen Keller brauchst, Pitsch. Das heisst, du hast jetzt in dieser Zeit an einem neuen Programm geschrieben. Kannst du da schon etwas verraten? Ja, es ist wie immer, oder? Es geht um alles und um nichts. Ich habe ja nicht irgendeinen roten Faden oder ein Thema oder so. Ich rede über alle Alltagsthemen. Es ist natürlich auch so, man ist ein bisschen im Schwebezustand, oder? Also es ist ja jetzt allerdings gesagt worden, dass so Anlässe bis 300 wieder möglich sind. Da lenkt man allerdings nicht, weil normalerweise habe ich 500 bis 700 Leute. Und wie man das genau organisieren will, mit den Abständen und Mundschutz und so, das sehe ich noch nicht so ganz. Also geplant ist, auf Mitte Oktober wieder auf Tour zu gehen und ich hoffe, das funktioniert. Aber man muss immer damit rechnen, dass man es dann nochmal ein bisschen verschieben muss. Hast du konkret jetzt schon Termine gemacht? Haben Sie schon Orte angefragt, wo ihr spielen wollt, oder sind ihr da eher noch zurückhaltend? Mein Hauptveranstalter hat einmal eine Tour geplant, so von Mitte Oktober bis Ende Jahr. Aber natürlich noch nie Vorverkauf aufmachen oder Werbung machen, das bringt im Moment noch nichts. Aber alles vorbereiten, so dass, wenn man dann im Juli, August sieht, alles ist wieder möglich, kann man es zu den Schubladen ausnehmen und dann gehe ich wieder unterwegs. Was wäre jetzt, wenn es noch etwas länger würde dauern? Oder weil, wenn jetzt eben durch das Social Distancing einfach so Veranstaltungen in diesem Rahmen gar nicht mehr möglich wären? Hast du irgendwie ein Online-Angebot oder irgendwie bist du dir einen Plan B am Überlegen? Ja, also ich habe immer Plan B und C. Also ich bin jetzt 42 Jahre unterwegs und ich kann mir jetzt den Luxus erlauben zu sagen, wenn es im Oktober noch nicht geht, dann mache ich es im Frühling 21. Und wenn es im Frühling 21 noch nicht geht, halt im Herbst 21. Und mir wird es auch nie langweilig. Also es ist nicht so, dass ich dann in ein grosses Loch gehe, sondern mir kommt immer etwas drin. Kommt mir gerade in den Sinn, du hast doch noch dein Konzert, du hast doch noch deinen Auftritt im Hallenstadion, oder? Wann wäre der? Ja, es ist schön, dass du Konzert sagst, weil ich spiele ja Gitarre und singe. Das ist 2027 und ich hoffe dann schon, dass da mit dem Corona bis dann endgültig erledigt ist. Noch ganz kurz zum Schluss, Pete Schwaber, wie muss man sich so einen Tagesablauf bei dir denn überhaupt vorstellen? Schlafst du lang aus und dann zuerst mal essen? Oder wie ist ein Tagesablauf von Pete Schwaber? Ja, so stellst du dir da vor, oder? Irgendwie kurz vor den 12 Uhr aufstehen, damit man noch gerade rechtzeitig kann zum Mittagessen kommt. Nein, ich stehe relativ früh auf. Ich mache den ganzen Tag etwas. Aber bei mir sieht eigentlich kein Tag aus wie der andere. Oder wenn ich unterwegs bin,
dann ist ganz klar, dann tue ich den ganzen Tag darauf einrichten, dass ich am Abend um 7:45 parat bin. Und wenn ich keine Vorstellung habe, dann mache ich den ganzen Tag ein bisschen etwas für mich, ja, so nach Lust und Laune. Oder? Herzlichen Dank, Pete Schwaber, dass du Zeit hast für uns hier über Skype und natürlich auch, dass du da den Kinderspitex so hilfst und das Ganze unterstützt. Und dir auch noch ganz eine gute Zeit und hoffentlich bis bald. Ja, danke vielmals. Ich wünsche Ihnen auch allen eine gute Zeit. Und eben, spendet, es ist eine gute Sache. Ja, Thomas Engeli, was bedeutet das für dich, wenn da einer der grössten Comedians der Schweiz ansteht und sagt, Kinderspitex, Thomas Engeli, das ist eine gute Sache? Ja, es ist schön für mich zu wissen, dass ich nicht der Einzige bin, der kämpft für das Recht für das Kind und für die Verbesserung in der Familie. Ich nehme das dankbar entgegen, hoffe auch, dass es etwas bringt. Und für mich bedeutet eigentlich weniger als nachher für die Familie, die es betrifft, wo ich eine Entlastung bringen kann, sodass die Pflege weiterhin harmonisch laufen kann. Mhm. Ihr habt im November eben so angesprochen, Comedy for Kids, die wir machen. Was ist das genau? Ah, das ist eine Benefizveranstaltung im Plaza in Zürich. 1. November, das ist Sonntag, um 5 Uhr geht es los. Und da tun halt Künstler das Beste gehen, schauen, dass es eine gute Stimmung gibt, dass man lachen kann. Und dass über den Benefiz eben auch wirklich Benefiz läuft. Ich glaube, die erste Veranstaltung die hätte schon im Juni oder Juli sollen stattfinden. Die haben wir jetzt aber glaub, verschoben schon, oder? Manchmal, die haben wir verschieben. Das war auch im Zusammenhang mit dem Jubiläum, mit dem 20-Jährigen. Aber Corona hat das nicht zulassen. Und das ist jetzt geschoben um ein Jahr. Sogar der Kaya Jana wäre da mit dabei gewesen. Also einer der grössten deutschen Comedians. Wie sind ihr auch hineingekommen? Ja, es ist immer das Gleiche. Wir fragen halt an. Nein, tu Gutes und sprich darüber. Du musst Kontakte, du musst sagen, was du machst. Du musst authentisch sein, glaubwürdig sein. Du musst die Leute einbeziehen. Und wenn sie es sehen, halt, das ist wirklich eine gute Sache. Und das ist sogar mal etwas in der Schweiz. Und da ist ein Defizit rum. Und das Defizit bringt einen Haufen Erleichterung. Dann hat man entweder den Charakter und sagt ja, oder man hat den Charakter nicht. Mhm. Und es gibt viele Schweizer Comedians, die sagen, ja, weil das wir unterstützen. Und denen ist denen zahlt mein Respekt. Mhm. Ihr feiert das ja als 20-jährige Jubiläum. Um jetzt noch mal zum Schluss auf das Finanzielle zu sprechen kommen. Wie konkret sieht es im Moment aus? Also wie viel Geld fehlt euch oder wie angewiesen sind ihr auf die Spenden? Naja, die Rechnung selber, wenn man nur pflegt, die wäre kostendeckend. Jetzt mittlerweile haben wir bis zum Bundesgericht müssen gehen, da habe ich 15 Jahre gekämpft, dass wir eine kostendeckende Rechnung haben. Das betrifft dann aber nur die eigentliche Pflege. Und die eigentliche Pflege, die hilft einfach nicht. Die Eltern brauchen mehr Unterstützung. Und ein Kinderspitex, der täglich bei den Eltern drin ist, weiss ganz genau, wo ist welches Defizit, wo können wir wie unterstützen. Und das ist nicht zahlt. Und für das brauchen wir Spendengelder. Welcher Betrag macht Sinn? Also, oder was sagst du so? Was wärst du froh, um welchen Zuschlag? Ja, schauen Sie, nutzt das Projekt Monitoring. Da musste ich selber über 1 Million investieren. Und da ist noch nicht dort, wo wir sein wollen. Das wird aber das Gesundheitswesen massiv entlasten. Also, wir nehmen kleine Beträge, wenn es 20 Franken sind, und wissen, was wir mit dem Geld machen. Wir wären auch froh um Stiftungen, die Projekte unterstützen, wo man genau sagen kann, Kostenausstellung, was kostet. Also, es ist, auch wenn man Millionen bekommt, die Millionen, die würden wir sofort und gut und nachhaltig können investieren. Geht da 100% von dem Geld in diese Projekte hinein, oder? Da geht 100%. Also, bis heute habe ich einfach noch keinen Lohn ausgezahlt. Ich zahle meine Spesen selber. Also, wenn irgendwo 100% der Spenden zum Patienten geht, dann beim Kinderspitex. Und eben vielleicht noch mal schnell für unsere Zuschauer, wo und wie kann man genau spenden? Ja, ganz einfach. Kinderspitex-ostschweiz.ch. Dann sind wir genau am richtigen Ort. Finanziert ihr euch vollumfänglich über Spenden? Oder nein, eben nein. Teil, wo die eigentliche Pflege ist Krankenkasse und IV. Und alles andere sind Spenden. Thomas Engeli, danke vielmals, dass du da warst. Wir wünschen natürlich auch allen Familien jetzt noch viel Geduld und viel Kraft in dieser Zeit. Und eben, dass uns das vielleicht auch ein bisschen mehr bewusst ist, wo jetzt die Lockerungen langsam kommen, dass es einfach Menschen gibt, die noch nicht von dem betroffen sind. Und jetzt ja immer noch isoliert sind, oder? Gerne.
Ja. Danke vielmals, Thomas Sengeli. Du darfst gerne noch einen Apfel nehmen vom Schweizer Obstverband. Danke für deinen Besuch, danke für den Hilferuf und dass wir da etwas darüber berichten können. Und Ihnen daheim natürlich auch danke vielmals fürs Zuschauen. Und wir hoffen, dass wir in dieser Zeit jetzt Ihnen das Projekt ein bisschen näher bringen können und dass Sie sich ein bisschen einen Überblick können verschaffen können, dass das eine gute Sache ist, wo man vielleicht mal etwas spenden kann. Ganz eine gute Zeit wünschen wir. Danke fürs Zuschauen.